Amira und Oliver Pocher sind spätestens seit ihrer Hochzeit im Oktober 2019 als das neue TV-Traumpaar schlechthin in aller Munde. Die Krönung ihres Glücks, ihr kleiner Sohn, der am 11.11.2019 das Licht der Welt erblickt. Und bald wird ein weiterer Pocher-Sprössling folgen, denn Amira ist zum zweiten Mal schwanger. Seit der Geburt ihres Sohnes hat Amira so einige Belange aus ihrem Leben mit ihrer Instagram-Community geteilt, doch von Bildern des niedlichen Nachwuchses keine Spur. Das hat auch einen guten Grund. So kämpft die sympathische Österreicherin seit Monaten dagegen an, dass Internetberühmtheiten ihre Kids öffentlich zur Schau stellen. So werden ihre Fans wohl lange warten können, bis die 27-Jährige ihren Nachwuchs zeigt. Mit ein Grund, warum dieser Schnappschuss dann doch eine kleine Besonderheit ist. Denn Amira zeigt sich bestens gelaunt beim Sonnenbaden, mit dabei ihr Sohnemann, friedlich gebettet in seinem Kinderwagen. Damit er vor der Sonne und vor neugierigen Blicken geschützt ist, hat sich die Schönheit etwas Schlaues überlegt und deckt den Kinderwagen mit einem putzigen Dino-Tuch ab. Doch Moment mal, da lugt doch etwas hervor. Tatsache, Amira zeigt einen winzigen Ausschnitt vom Füßchen ihres Sohnes. Wie toll, dass sie die Privatsphäre ihres Kindes trotz ihrer eigenen Berühmtheit so gut wahren kann.